Übergebe ich dir jetzt das Wort, so brauchen wir uns nicht noch lange bei der Vorrede aufzuhalten. Dann darf ich mich wie üblich bedanken für die Einladung, über einen quasi vergessenen freiheitlichen Sozialisten zu reden, über Rudolf Rocker, ein Mensch, dessen Wirken weit über die anarchistischen Kreise hinausging, der vor allem zu seinen Lebzeiten als der Grand Old Man des Anarchismus galt und von allen um Rat und Beistand angegangen wurde. Doch zunächst einige biografische Daten, um ihn einordnen zu können. Rudolf Rocker wurde am 25. Februar 1873 in Mainz als Sohn einer gut situierten Steinbruckerfamilie geboren. Nach dem frühen Tod der Eltern wuchs er in einem katholischen Waisenhaus auf, bis er im Alter von 14 Jahren vorübergehend als Schiffsjunge auf einem Rheindampfer anheuerte und später unter dem Einfluss seines Onkels das Buchbinderhandwerk erlernte. Unter eben diesem Einfluss dieses Onkels entdeckte der Jugendliche die sozialistisch-freidenkerische Literatur und erfuhr den Beginn seiner politischen Sozialisation in der Sozialdemokratie unter den restriktiven Bedingungen des Sozialistengesetzes. Im Mai 1890 gründete er den sozialdemokratischen Lesezirkel Freiheit, benannt nach der Mostschen anarchistischen Zeitschrift Freiheit, und schloss sich kurz darauf den sogenannten Jungen an, einer parteiinternen Strömung, die gegen den legalistisch-parlamentarischen Kurs der Parteiführung opponierte und für sozialrevolutionäre Ziele im Sinne eines emanzipatorischen Marxismus eintrat. Noch vor dem offiziellen Ausschluss der Jungen auf dem Erfurter Parteitag im Oktober 1891 schied Rocker nach einem Disput mit dem SPD-Parteivorstand aus der SPD aus. Auf den im selben Jahr abgehaltenen Internationalen Sozialistenkongress in Brüssel erlebte er mit, wie die anarchistische Minorität diskriminiert und schließlich ganz ausgeschlossen wurde. Unter diesem Eindruck und insbesondere durch die Lektüre der Schriften Bakunins wandte sich Rocker nun dem Anarchismus zu. Gegen Ende des Jahres 1891 initiierte er eine anarchistische Gruppe, die sich hauptsächlich mit der Verbreitung der aus London eingeschmuggelten Literatur beschäftigte. Als sich die ausgeschlossene Opposition der Jungen im November 1891 zum Verein Unabhängiger Sozialisten konstituierte, trat Rocker mit dem von ihm mitbegründeten Leseklub Vorwärts den Mainzer Unabhängigen Sozialisten bei. Von den anarchistischen Theoretikern, die der dortige Kreis rezipierte, wirkte besonders der kommunistische Anarchismus Peter Kropotkins mit seinen anthropologisch-evolutionsphilosophischen Grundgedanken einer in der Natur angelegten gegenseitigen Hilfe für Rocker künftig richtungsweisend. Sein rhetorisches Talent entdeckte und entwickelte der junge Rocker bereits im gewerkschaftlichen Buchbinderfachverein und im Verein Unabhängiger Sozialisten, dessen Ende, das im April 1894, nur wenige Monate nach der Rückkehr des marxistischen Flügels in die Mutterpartei, folgte, erlebte Rocker nicht mehr in Deutschland, da er im Dezember 1892 einer drohenden Verhaftung wegen illegaler anarchistischer Propagandatätigkeit und dem bevorstehenden Militärdienst durch die Flucht ins Ausland zuvorgekommen war. Im Pariser Exil machte Rocker die im Hinblick auf seine künftige sozialistische Orientierung prägende Erfahrung,
dass anarchistische Konzepte in die Ideologie und Praxis der französischen Gewerkschaftsbewegung einzuwirken begannen. Betroffen wurde er dann von der Ausweisungswelle ausländischer Anarchisten, die die Behörden infolge von Dynamitattentaten verhängten, und Rocker siedelte 1895 mit einigen Freunden von den sogenannten unabhängigen Sozialisten nach London über. Dort fand er im kommunistischen Arbeiterbildungsverein, der ältesten sozialistischen deutschen Auslandsorganisation, in der die anarchistische Fraktion über eine starke Position verfügte, zunächst eine Beschäftigung als Bibliothekar. In London machte Rocker die Bekanntschaft der bedeutendsten Persönlichkeiten des Anarchismus: Alexander Shapiro, Max Nettlau, Louise Michel und auch Gustav Landauer. Mit Errico Malatesta und Pyotr Kropotkin, mit denen er mehrfach als Redner auf Massenkundgebungen der anarchistischen Bewegung auftrat, verband ihn, ebenso wie mit dem libertären Historiker Max Nettlau, eine lebenslange Freundschaft. Sein politisches Betätigungsfeld fand er jedoch im ostjüdischen Arbeitermilieu des Londoner East End, in dem er auch seine spätere Lebensgefährtin Millie Witkop kennenlernte. Als Nichtjude entwickelte sich der Emigrant bald zu einem der prominentesten Wortführer der aufkeimenden jüdischen Gewerkschaftsbewegung, aus der nicht zuletzt infolge seiner Aktivitäten die größte libertäre Organisation Englands hervorging. Von 1898 bis 1914 gab Rocker die anarchistische Zeitung Arbeiterfreund und ab 1899 mit Unterbrechungen die Kulturzeitschrift Germinal in jiddischer Sprache heraus, die er sich angeeignet hatte. Auf dem Amsterdamer Anarchistenkongress wurde er 1907 zusammen mit Malatesta und Shapiro zu einem der drei Sekretäre der Anarchistischen Internationale nominiert. Ein aufsehenerregendes Einreiseverbot, das die US-amerikanischen Einwanderungsbehörden zeitweilig wegen seiner nicht-ehelichen Beziehung zu Millie Witkop gegen beide verhängten, eine erneute Ausweisung aus Frankreich aufgrund einer Protestrede gegen die Ermordung des spanischen anarchistischen Reformpädagogen Francisco Ferrer im Jahre 1909 und vor allem seine führende Rolle als Initiator der erfolgreichen großen Streiks der jüdischen Textilarbeiter im Jahr 1912 machten den mittlerweile aus Deutschland ausgebürgerten Anarchisten über die Grenzen Englands derart populär, dass ihn die zuständigen Regierungsstellen zwischen Dezember 1914 und März 1918 als Spezialfall in ein Lager für feindliche Ausländer internierten. Von dort aus zunächst als Austauschgefangener in die Niederlande deportiert, erreichte Rocker im Januar 1919 das revolutionäre Berlin, wo er als charismatischer und überzeugender Diskussions- und Vortragsredner schnell Einfluss auf die anwachsende syndikalistische Arbeiterbewegung Deutschlands erlangte. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 gelang die überstürzte Flucht aus Deutschland nur unter Zurücklassung seiner über 5000 Bände umfassenden Bibliothek, die unter anderem viele Handschriften und Briefe Kropotkins beinhaltete. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er schließlich nahezu erblindet und taub in einer Siedlungsgemeinschaft bei New York, und im Jahre 1958 starb er dort auch. Obgleich Rocker in der freiheitlichen Gewerkschaftsbewegung Deutschlands bis auf eine informelle Sprecherfunktion in der ersten Geschäftskommission der Freien Arbeiterunion niemals ein offizielles Amt annahm,
formulierte er in zahlreichen Programmentwürfen und Grundsatzartikeln die theoretischen Grundlagen des Anarchosyndikalismus und des organisierten Anarchismus. Insofern bestimmte er die Hinwendung der 1921 über 150.000 Mitglieder zählenden FAUD zum kommunistischen Anarchismus durch seine Prinzipienerklärung des Syndikalismus, der bis dahin wohl fundiertesten Theorieplattform der freiheitlichen Gewerkschaftsbewegung, in einem entscheidenden Ausmaß mit. Was die Absorption anarchistischer Theorieinhalte anlangte, kann Rocker eine katalysatorische Funktion zugeschrieben werden, durch die die Positionierung der FAUD als eine organisatorische Trägerin des kommunistischen Anarchismus eine erhebliche Beschleunigung erfuhr. Neben einer umfangreichen literarischen Tätigkeit, die in vielen Ländern hunderttausendfache Verbreitung fand, galt Rockers unentwegtes Engagement der Initiierung einer unabhängigen anarcho-syndikalistischen Internationale, mit der sowohl dem revolutionären Alleinvertretungseinspruch der Dritten, der kommunistischen Internationale, als auch der in Gestalt der Roten Gewerkschaftsinternationale seit 1921 existierenden radikal-gewerkschaftlichen Konkurrenz des supranationalen Syndikalismus eine anti-autoritäre Alternative entgegengesetzt werden sollte. Die Internationale Arbeiterassoziation, die nach jahrelangen Vorbereitungen um die Jahreswende 1922-23 Gestalt annahm, diese gilt nicht zuletzt als Rockers persönlicher Erfolg. Als einer ihrer drei Sekretäre verfasste Rocker die Prinzipienerklärung der IAA, die der zum damaligen Zeitpunkt über 1,5 Millionen zählenden Mitglieder zählenden Organisation eine ideologische Identität vermittelte und deren föderalistische Organisationsprinzipien festlegte. Nachdem im Jahre 24 dann schließlich mit der Föderation der kommunistischen Anarchisten Deutschlands vollzogenen Bruch, unterstützte Rocker in den späten 20er Jahren mittels einer regen Vortragstätigkeit und auch durch die Mitarbeit an deren Publikationsorganen die Gemeinschaft proletarischer Freidenker und vorzugsweise die anarchistische Vereinigung seines Freundes Erich Mühsam. Auf umfangreichen Agitationstouren war er auch nach seiner Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland für die internationale libertäre Bewegung aktiv. Bis zu seinem Tode blieb er vorwiegend schriftstellerisch tätig und nahm aus den USA publizistischen Anteil an allen libertären Einrichtungen und Institutionen, soweit sie sich eben dem Gedanken der Freiheit verschrieben hatten. Lasst mich nun einiges sagen zur Geschichtsauffassung und zur Gesellschaftstheorie Rudolf Rockers. Wenngleich es in Rockers Auffassungen immer auch wieder Deckungsgleichheiten mit zentralen Axiomen des Marxismus gibt, lehnte Rocker mit dem historischen Materialismus das sozialistische Wissenschaftspostulat schon im Grundsatz ab. Karl Marx beispielsweise hatte den gewerkschaftlichen Assoziationen zwar einen gewissen Stellenwert in den wirtschaftlichen Kämpfen zugesprochen, als soziale Basis zur Aufhebung und Umstrukturierung des Kapitalismus, schätzte er sie jedoch nicht unbedingt ein. Das sowohl von Marx und Engels als auch den Libertären eingeforderte Prinzip der Ersten Internationale, demzufolge die Emanzipation des Proletariats eine eigenständige Aufgabe der Arbeiterschaft sein müsse,
interpretierten die Anarcho-Syndikalisten vor allem als eine Erziehungsaufgabe. Demnach ist die Prägung in der syndikalistischen Ideengemeinschaft die essentielle Vorbedingung für ein herrschaftsfreies Ordnungssystem. Das oberste Grundprinzip bei der Zusammenfassung der regionalen Organisationszusammenhänge ist nach anarchistischer Meinung und nach Rockers Meinung ein konsequent föderalistisches Assoziationsmodell. Ausgehend von lokalen Zusammenschlüssen der Beschäftigten eines bestimmten Produktionszweiges, von Industrieföderationen beispielsweise, sollten sich dementsprechend auf Kreis-, Bezirks- und Provinzebene sogenannte Arbeitsbörsen bilden, die ihrerseits durch koordinierende Informationsstellen in lockerer Verbindung zu den ebenfalls autonomen Industrieföderationen anderer Produktionszweige stehen sollten. Dieses dem französischen Vorbild entlehnte Vergesellschaftungsvision ging in den Überlegungen hinsichtlich der postrevolutionären Übergangsformen zu einer staats- und klassenlosen Zukunftsgesellschaft über die spärlichen diesbezüglichen Abhandlungen der marxistischen Theoretiker hinaus. Im Mittelpunkt von Rockers Kritik an der dialektischen Geschichtsauffassung stand, außer dem Fehlen einer konkreten antizipatorischen Ordnungsvorstellung, deren wissenschaftlicher Anspruch, den er mit aller Vehemenz ablehnte. Für eine Interpretation der Geschichte hielt Rocker die Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaften ebenso wenig geeignet wie die ökonomischen Bewegungsgesetze. Seiner Auffassung entsprechend unterlagen die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse kaum bestimmbaren Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Prädispositionen, die zum Beispiel aus religiösen Vorstellungen, ethnischen Sitten und Gebräuchen, kulturellen Traditionen, Rechtsanschauungen, politischen Formen und Eigentumsverhältnissen resultieren. Die Bewusstseinsprägungen der Einzelwesen besitzen seiner Meinung nach eine soziale Eigendynamik, die sich nicht allein aus den materiellen Lebensbedingungen ableiten lässt. Unter diesem Gesichtspunkt, und dies sei mit aller Härte gesagt, betrachtet, ähnelt die Gesellschafts- und Geschichtstheorie Rockers in ihren wesentlichen Grundaussagen einem metaphysischen Deutungssystem. Dialektik als solche lehnt er ab. Die Menschheitsentwicklung erscheint in diesem Deutungssystem darin als Ergebnis eines widersprüchlichen sozialen Handelns, wobei der Realisierung des freiheitlichen Ideals stets eine umfassende Bewusstseinsbildung vorangestellt wird. Hier zeigt sich der Einfluss der Ideologie des deutschen Idealismus des 19. Jahrhunderts, für die das autonome Subjekt, das Ich, das Fundament von Welt und Geschichte war. Die materialistische Geschichtsauffassung konnte Rocker aufgrund ihrer vermeintlich monokausalen Erklärungsmuster ausgehend von der ökonomischen Basis als dem determinierenden Antrieb der gesellschaftlichen Entwicklung nicht akzeptieren. In seiner Kulturphilosophie übernahm er die Ressentiments der zeitgenössischen Historiker gegenüber der von ihnen zumeist als pseudowissenschaftlich disqualifizierten Soziologie. Trotz aller Kritik an der Unzulänglichkeit der wissenschaftlichen Lehrsätze lässt sich bei Rocker keine generelle Ablehnung der Sozialwissenschaften feststellen. Insbesondere aber die methodischen Erkenntnisse der Naturwissenschaften gilt es seiner Meinung nach für die Analyse der menschlichen Zusammenhänge zu nutzen. Ein mitwirkender Einfluss der ökonomischen Rahmenbedingungen auf die gesellschaftliche Entwicklung wird von ihm überdies nicht in Zweifel gestellt. Nur die Betonung der universellen Gültigkeit einzelner Teilaspekte des sozialen Beziehungsgefüges erscheint ihm, wie im Übrigen alle Versuche zur Konstruktion von linearen Gesetzmäßigkeiten in der Historie, als wirklichkeitsverzerrendes und allzu schematisches Erklärungsmuster für komplexe gesellschaftliche Konstellationen.
In seiner Sicht sind es daher weniger die Bewegungsabläufe des kapitalistischen Arbeits- und Warenverkehrs, die den gesellschaftlichen Fortgang bestimmen, sondern vielmehr die machtpolitischen Bestrebungen minoritärer Eliten politischer, religiöser und oder wirtschaftlicher Provenienz. Und deren Handlungsstrategien entstammen vorwiegend irrationalen und anomischen Motivationslagen. Und er meint deshalb, dass die künftigen Veränderungsprozesse kaum prognostizierbar seien. Ungeachtet dieser vorangestellten Aussagen über die Disparität von Natur- und Gesellschaftswissenschaften folgt Rocker dennoch der formalen Wissenschaftslogik. Dies wird besonders dann deutlich, wenn er mittels einer kulturhistorisch angelegten Geschichtsphilosophie versucht, die elementaren sozialen Bedeutungs- und Wirkungszusammenhänge darzustellen. Gemäß Rockers Einschätzung, und dies machte er besonders in seinem Hauptwerk Nationalismus und Kultur, welches 1949 unter dem Titel Die Entscheidung des Abendlandes zum ersten Mal auf Deutsch erschien, waren weder die Herausbildung der Nationalstaaten noch der Kapitalismus dem kulturellen Fortschritt förderlich, sondern im Gegenteil jeder Entfaltung der freiheitlichen Prinzipien hinderlich. Der gesellschaftliche Konstitutionsprozess erscheint ihm als das bloße Ergebnis von normativen Faktoren wie der schöpferischen Initiative und der natürlichen Soziabilität. Der Einfluss Kropotkins auf Rockers Denken bleibt trotz dessen distanzierterem Verhältnis bezüglich einiger Grundaussagen des kommunistischen Anarchismus nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem Punkt auch später noch erkennbar. In Rudolf Rockers Wertbestimmung erscheint der erreichte kulturelle und wirtschaftliche Entwicklungsstand als das jeweils aktuelle Ergebnis einer konfliktgeladenen Wechselbeziehung von destruktiven Einflüssen, eben durch das von exponierten Minderheiten verkörperte Machtprinzip, die den positiven Anlagen der natürlichen Soziabilität entgegenwirken. Die kontinuierlichen Aussagen und Anlagen, die kontinuierlichen Auseinandersetzungen zwischen diesen unvereinbaren Gegensätzen stellen allerdings nicht den Antrieb eines dialektischen Fortschrittsprozesses dar, zumal sie die Entfaltung des kreativen Gesellschaftspotenzials nachhaltig behindern. In weitgehender Übereinstimmung mit den Vorstellungen Gustav Landauers erkennt Rocker in einer kulturellen Höherentwicklung die elementare Grundvoraussetzung eines emanzipatorischen Sozialismus. Die in der Auseinandersetzung der kommunistischen Anarchisten mit dem theoretischen Gebäude des Marxismus ausgebildete Ablehnung einer transzendalphilosophischen Begründung der Ethik übernimmt Rocker als selbstständiger Interpret der Kropotkinschen Lehre. Die prägnanteste Differenz zu Kropotkin besteht vor allem darin, dass Rocker zwar dessen Naturrechtsgedanken übernimmt, Kropotkin aus der Naturwissenschaft entlehnter Entwicklungsphilosophie jedoch zumindest in Bezug auf ihre progressive Fortschrittslogik nicht folgt. Im Konsens mit den Grundaussagen aller sozialistischen Theoretiker seit dem Vormärz führt auch Rocker die Entstehung des Klassensystems auf den Privatbesitz an den Produktionsmitteln zurück. Diese ökonomische Machtdisposition verhilft einer dominanten Minderheit zu überproportionalen Entwicklungsmöglichkeiten. Der auf dem Privatbesitz beruhende wirtschaftliche Einfluss ist gleichermaßen identisch mit politischer Macht, die über den Parlamentarismus transformiert wird. Die tieferen Ursachen der Klassenunterschiede sind in der privaten Aneignung der Natur begründet,
In der Prinzipienerklärung des Syndikalismus argumentiert Rocker in Übereinstimmung mit der marxistischen Theorie, durch die Monopolisierung des Bodens und der übrigen Produktionsmittel in der Hand kleiner privilegierter Gesellschaftsgruppen sind die produzierenden Klassen gezwungen, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten den Eigentümern zu verkaufen, um ihr Leben zu fristen, und müssen infolgedessen einen erheblichen Teil ihres Arbeitsertrages an die Monopolisten abtreten. Das politische Machtkalkül und das wirtschaftliche Profitstreben der herrschaftsausübenden Eliten definiert Rocker gemeinhin als pathologische Erscheinungen. Doch gerät ihm die ökonomische Systematik und der prägende Einfluss der Profitlogik nicht völlig aus dem Blickfeld. Insofern nämlich die regulative Verfügungsgewalt der Produktionsmittelbesitzer im bürgerlichen Staat durch einen Katalog verschiedener administrativer Maßnahmen aufrechterhalten wird, basiert die staatliche Funktion der Sicherung des Privateigentums auf dem formalen Eigentumsrecht. Die durch das Bildungssystem vermittelte Autoritätshörigkeit und die Disziplinierung im Arbeitsprozess verankern die mentalen Grundvoraussetzungen dieses Abhängigkeitsverhältnisses im allgemeinen Bewusstsein. Strukturelle Ausdifferenzierungen, wie etwa die Einbindung der Arbeiterschaft in ein abgestuftes Tarifsystem, fördern dazu noch die Entsolidarisierung der potenziellen Gegenkräfte. Als ich im Zuge der Rationalisierungsprozesse seit Mitte der 20er Jahre in immer stärkerem Maße die hochdifferenzierte Arbeitsteilung des Taylor- und Ford-Systems und damit einhergehend die Auflösung der quasi natürlichen Verbundenheit der vormals handwerklich Produzierenden mit dem Arbeitsprodukt durchsetzt, prognostizierte Rocker eine vollständige Degeneration der produzierenden Klassen, die sich seiner Auffassung nach ähnlich wie der religiöse Fatalismus auswirken dürfte. Die mangelnden Einflussmöglichkeiten der Arbeiterschaft auf die Gestaltung der Produktion sind dabei ebenso ein Aspekt der Expropriation wie der Zwang zur Herstellung von minderwertigen Erzeugnissen und Kriegsmaterial, der einer sinnbehafteten Identifikation mit dem Arbeitsprodukt entgegensteht. Die Verfügungsgewalt der politischen Institutionen, auch die über die repräsentative Demokratie vermittelte, sei vor allem ein Instrument zur Wahrung der individuellen Besitzverhältnisse. Insofern gesteht Rocker der Dialektik des Klassenantagonismus weder für die aktuelle Situation noch für die Zukunft eine entscheidende dynamisch-funktionelle Bedeutung zu. Gleichwohl schätzte er die täglichen Auseinandersetzungen zwischen Arbeiter und Unternehmertum als eine bewusstseinsbildende Grundvoraussetzung für eine soziale Transformation der Gesellschaft ein. Innerhalb der Gesellschaftsformation bestimmt nicht eine soziale Schicht, sondern die jeweilige psychische Disposition der individuellen Persönlichkeitsprofile. Deshalb entscheidet, so Rocker, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse, Nation oder Rasse noch lange nicht über das gesamte Denken und Fühlen des Einzelwesens. Rocker demontiert zwar hier den geschichtsphilosophisch überhöhten Klassenbegriff, der dem Proletariat eine entscheidende historische Mission zuweist, als einen theoretischen Entwurf ohne universale Gültigkeit. Zur begrifflichen Erfassung und Analyse der gesellschaftlichen Realitäten fehlte es ihm jedoch an einer sozialen Kategorie, da das Klassenkonzept für ihn ganz undefinierbar ist und im besten Falle dem Soziologen nur als ein künstliches Hilfsmittel dienen könne. Soweit in einigen Worten zur Gesellschafts- und Geschichtsauffassung
Trockers. Das wirkt alles ein wenig trocken, aber Rocker war auf keinen Fall ein orthodoxer Anarchist. Ganz im Gegenteil, versuchte er sich immer der Orthodoxie zu erwehren. Er gilt nach wie vor als einer der Anarchisten, der immer mit dem Problem zu kämpfen hatte, wie er seinen starren Denkstrukturen verhafteten Genossen auf die Sprünge helfen konnte. Und es war Rocker, der Mitte der 20er Jahre ausführlich und eindringlich eine Politik der kleinen Schritte und des konstruktiven Aufbaus konzipiert hat. Und zwar kommen diese Ideengänge und Vorschläge in Sonderheit in einer Artikelserie in Mühsams Zeitschrift Fanal zum Ausdruck. Schon der erste Beitrag sprach von Versäumnissen und rügte selbstkritisch: Wir sind zu doktrinär geworden und denken in allen Dingen mehr mit den Gedanken unserer Vorgänger als unseren eigenen Gedanken. Viele von uns haben fast vollständig verlernt, unsere Ideen auf die hunderte verwickelten Probleme der Gegenwart praktisch anzuwenden und auf den verschiedenen Gebieten des kollektiven Lebens schöpferisch zu wirken. Obgleich unzweifelhaft sei, dass die anarchistische Bewegung eine große geistige Krise durchlaufe, handele es sich heute weniger um eine Revision der anarchistischen Ideen als um eine Revision der allgemeinen Haltung der Anarchisten und ihrer gegenwärtigen praktischen Betätigung. Er selbst meinte, war nie fester von der Richtigkeit des anarchistischen Gedankens überzeugt als gerade jetzt. Und daher, so seine Folgerung, sei eine Verständigung notwendig, wolle man wieder Einfluss auf die Arbeiterschaft gewinnen. Zum Verständnis, als er diese Artikel schrieb, hatte die FAOD etwa eine Mitgliedschaft von nur noch 25.000 Mitgliedern, also wahrscheinlich sogar noch weniger. Es muss für viele Anarchisten damals abtrünnig geklungen haben, als Rocker von einer stufenweisen Entwicklung in der Richtung zum Kommunismus sprach, von der Möglichkeit, dass nach Erfolg der Revolution eine ganze Anzahl wirtschaftlicher Formen zunächst nebeneinander bestehen werden, um ihren praktischen Wert zu erproben, dass eine vollständige Zerstörung aller bestehenden Institutionen absurd sei, es vielmehr darum gehen müsse, diese Institutionen umzuformen, um das gesellschaftliche Leben in Fluss zu halten und neue Formen der Wirtschaft vorzubereiten. Eine direkte Kritik am anarchistischen Dogma war auch der Verweis, mit den Menschen zu rechnen, wie sie seien und wie wir sie aus der alten Gesellschaft übernehmen müssen. In der nächsten Nummer hat er an diesen Gedanken weiterentwickelt, indem er dazu sagte, dass die Revolution nur der Geburtsakt sei, aber das neue Wesen, das in den Monaten vor der Schwangerschaft im alten Organismus sein verborgenes Dasein führte, tritt nicht mit allen Vollkommenheiten ins Leben, sondern muss sich erst langsam vorwärts tasten, muss erst Geist und Glieder zu gebrauchen lernen und sich seiner Kräfte inne werden. Die Anarchisten sollten mithin, um das lähmende Empfinden des Isoliertseins zu verbannen, mit mehr Bedacht und Planmäßigkeit an die Dinge herantreten und schon heute im Schoße der alten Gesellschaft die Elemente zu entwickeln suchen, die für Aufbau und Erneuerung der Gesellschaft notwendig seien. Gedacht war dabei in Praxis an eine Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Kräften, die, so seine Einschränkung, außerhalb der Einflusssphäre des Staates wirken und in dessen nicht
Institutionen nicht Fuß zu fassen suchen, wie syndikalistischen, genossenschaftlichen, gildensozialistischen, antimilitaristischen und hunderten anderen Organisationsgebilden, die den anarchistischen, freiheitlichen Gedankengängen mehr oder weniger nahestehen. Scharf polemisierte er in dieser Artikelserie gegen die eifernde Einstellung zur bestehenden Gesellschaft. Er meinte, jede Verbesserung, welche das Gefühl der menschlichen Würde vertieft, den Sinn der Solidarität stärkt oder die materiellen Bedingungen besser gestaltet, sei auch für uns Anarchisten eine Errungenschaft. Schließlich mache es einen Unterschied, ob wir der brutalen Gewalt einer faschistischen oder bolschewistischen Diktatur unterworfen sind oder ob wir uns einer gewissen Geistes- und Bewegungsfreiheit erfreuen können, die uns ein öffentliches Eintreten und die Propaganda für unsere Ideen gestatten. Und immer wieder hob er die Notwendigkeit konstruktiver Ideen und Versuche für die weitere Fortentwicklung des Sozialismus hervor. Er attackierte die stets phonographenhafte Proklamation sogenannter Endziele. Er meinte, dass dies nicht den Wert eines ausgeblasenen Eies hätte, wenn den Anhängern einer Idee die praktische Betätigung fehlt, die allein imstande sei, ihre geistige Entwicklung zu fördern. Und wieder, der Anarchismus sei nun mal kein abgeschlossenes System, für das alle Fragen bereits gelöst seien. Gerade in der steten Unfertigkeit und Entwicklungsfähigkeit, darin sah Rocker die eigentliche Bedeutung des anarchistischen Gedankens. Rockers Konzept in dieser Zeit und auch später war das eines sich und in mit der Zeit erneuernden Anarchismus, der auf der Suche nach neuen Wegen auch als Anarchismus im Übergang bezeichnet werden kann. Darin drückt sich zunächst das Unterwegssein aus, das Veränderung und Wagnis, aber auch Beharrung einschließt. Es macht deutlich, dass Anarchismus weitergeht, dieser sich wandeln muss, aber vom Gedanken vom Gedanken der Anarchie, also der Herrschaftsfreiheit als dem intentionalen Zentrum bestimmt sei. Rockers Überlegungen waren ein Plädoyer für Anpassungsbereitschaft und Fähigkeit, ein Plädoyer für kontextuales Handeln, ohne dass Anarchisten jedoch ihre Konturierung aufgeben sollten. Was aber immer häufiger geschehen sollte, seien Oasen der Anarchie, die zu entstehen, die zu gründen waren, Oasen der Anarchie, die zu Quellorten initiierenden Lebens werden konnten. Und immer wieder der nahezu machtlose Anarchismus bedarf der revolutionären Kleinarbeit, erlebt vom Einsatz aller seiner Theoretiker, aller seiner Glieder und nicht nur vom Impetus seiner Theoretiker und Vorkämpfer. Anfangen und ausharren, das ist alles. Der Anarchismus darf keine Feierabendbeschäftigung sein, sondern eine im täglichen Kleinkampf erhärtete, propagierte Weltanschauung. Trotz dieser mangelnden Resonanz in der praktischen Umsetzung hörte Rocker nicht auf zu hoffen, eine fast irrational zu nennende Hoffnung, ein, wenn man so will, Pessimismus des Wissens und Optimismus des Willens, drückte sein letzter für fanal unter dem bezeichnenden Überschrift gegen den Strom trotz alledem gefasster Artikel aus, in dem er sagte, es gehört wahrlich Mut dazu, Mut und unbegrenzte Hoffnungsfreudigkeit, nach den fernen Horizonten einer neuen Zeit Ausschau zu halten, in einer Zeit, wo alle Mächte der Vergangenheit entfesselt und namenloses Elend gepaart mit geistiger Bedrückung wie ein Albdruck auf den Völkern lastet. Die Quintessenz all seiner Überlegungen zog Rocker in seinem schon
erwähnten, erst 1949 in deutscher Sprache erschienenen zweibändigen Werk Die Entscheidung des Abendlandes, das nunmehr unter dem ursprünglichen Titel Nationalismus und Kultur seit 2 Jahren wieder vorliegt. Besonders das Kapitel Soziale Probleme unserer Zeit und das Nachwort zur zweiten amerikanischen Ausgabe vom April 1946 bringen noch einmal prononciert seine Haltung zu den aktuellen Fragen der Zeit zum Ausdruck und vor allem beschreiben sie die Entwicklung seiner Überlegungen, wie sie sich bereits in den verschiedenen von mir erwähnten Aufsätzen Mitte der 20er Jahre deutlich machen lassen. Was nun bei Rocker ins Auge fällt, ist der Rekurs auf den politischen Liberalismus. Wie gesagt, dieses Buch war schon 1933 fertig. Das heißt, er ist mit dem Manuskript unter dem Arm Deutschland verlassen, einen Verleger suchend, natürlich immer wieder daran arbeitend, ist anzunehmen, dass er sich mit diesen Einflüssen schon eher befasst hat. Nun haben verschiedene Theoretiker immer wieder auf die Verwandtschaft zwischen Anarchismus und Liberalismus hingewiesen. Beispielsweise wurde Anarchismus als ein über die Stränge schlagender Liberalismus bezeichnet. Es gibt eine sehr große geistige Nähe, vor allen Dingen in dem Prinzip der Freiheit. Nun darf man den Liberalismus, von dem ich hier rede, nicht den politischen Liberalismus, nicht mit der Partei, mit dem parteiförmigen Gefäß eines heute den Liberalismus reklamierenden FDP verwechseln. Zwischen beiden ist ein Unterschied, wie zwischen Himmel und Hölle. Nach dem Zweiten Weltkrieg lösen Rockers Vorstellungen von einer föderalistischen Weltassoziation freier Völker den von ihm bis in die zweite Hälfte der 30er Jahre eingeforderten anarchosyndikalistisch-proletarischen Internationalismus ab. Der klassenkämpferische Radikalismus, der Prinzipienerklärung des Syndikalismus, bleibt in Rockers Gesamtwerk ohnehin eine rhetorische Ausnahmeerscheinung, die sicherlich nur in dem zeitgeschichtlichen Kontext zu interpretieren ist. Rocker war eben kein Mann von der Straße, er war kein Mann des Streiks, auch wenn er Streikführer war, namentlich in England. Er war ein Mann der Studierstube, er war ein Mann des Vortragssaales. Seine Philosophie war weniger klassenkämpferisch als allgemein menschlich und der syndikalistisch-gewerkschaftliche Anteil darin blieb eigentlich sekundär. Aber er war natürlich auch kein intellektueller Paria. Also er gehörte auch nicht einer deklassierten intellektuellen Schicht an, welche einen religionsartigen Glauben an die sozialistische Eschatokulie pflegt. Der humanistisch gesinnte Autodidakt Rocker entstammte der Handwerkerschaft und kann wohl von daher kaum den gängigen Klischees eines akademischen Elementes im Syndikalismus zugeordnet werden. In Rockers späteren Schriften überwiegt ein, man könnte es sagen, ultraliberales Politikverständnis, das eher an eine evolutionäre Entwicklung innerhalb demokratischer Verhältnisse als an eine kompromisslose Durchsetzung revolutionärer Ziele glaubt. Angesichts seiner methodischen Vorgehensweise und seines kulturbezogenen Geschichtsverständnisses waren derartige Modifikationen unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen des Kalten Krieges für Rocker naheliegender als ein uneingeschränktes Votum für eine Arbeiterbewegung, die sich seiner Meinung nach ohnehin
in einen systemstabilisierenden Integrationsprozess befand. Die sozialistische Bewegung hatte seiner Auffassung nach als Testamentsvollstrecker des Liberalismus versagt, denn mit dem Hineinwachsen der Arbeiterbewegung in die Interessenssphäre des nationalen Staates habe sie sich letzten Endes auch mit der monopolistischen Wirtschaftsordnung abgefunden. Es ist von mir schon zweimal darauf hingewiesen worden, dass sich der vormalige sozialistische Handwerkergeselle mit seiner vehementen Ablehnung und den Widerlegungsversuchen marxistischer Theorie und Praxis ausschließlich auf die ideologischen Interpretationen sozialdemokratischer und leninistischer Provenienz konzentrierte, ohne die emanzipatorischen Leitmotive im marxischen Werk zur Kenntnis zu nehmen. Der Marxismus erschien ihm mithin als eine fatalistische Wirtschaftsmetaphysik eines ins Ökonomischen übersetzten politischen Absolutismus. Das bei den Nachfolgern von Marx und Engels vielfach dominierende reduktionistische Basisüberbauschema verwirft Rocker schon aufgrund der dabei einseitig betonten Dominanz der Ökonomie, hinter der die menschliche Einzelpersönlichkeit zurücktritt. Folgenschwer wirkte sich dieser dezidierte Antimarxismus vor allem deshalb aus, weil er zu einer taktischen Inflexibilität führte, die der Freien Arbeiterunion beispielsweise jedwede Perspektive eines Aktionsbündnisses mit den linksradikalen Gruppierungen, Räte und Linkskommunisten im Widerstand gegen den Nationalsozialismus verstellte. Dies aber als Einschränkung nur vom Kopf her, nicht aus dem Milieu heraus. Zweckgemeinschaftliche Verbindungen mochte Rocker allenfalls mit den Kultur- und Selbsthilfeorganisationen der Arbeiterbewegung eingehen. Ähnlich wie die jüngsten historischen Ereignisse, oder sagen wir mal die Ereignisse der letzten 12 Jahre, die politische Orientierung mancher Intellektuellen in der größer gewordenen Bundesrepublik verschoben haben, so wirkten die Erfahrungen von Krieg, Nationalsozialismus und Exil auf Rudolf Rockers Weltbild derart einschneidend, dass für ihn die Begriffe von rechts und links jeden Sinn verloren hatten. Im US-amerikanischen Exil war er seit 1934 als Bildungsreferent der International Ladies Garment Workers Union aktiv und schrieb als einer der maßgeblichen Autoren für das von der International Ladies Garment Workers Union mitfinanzierte Organ Freie Arbeiterstimme, in dem ebenso traditionell anarchistische wie kryptozionistische und auch liberal-antikommunistische Positionen vertreten waren. In seinen in den 40er und 50er Jahren veröffentlichten Schriften bemühte er sich dann mit Nachdruck um eine theoretische Ableitung seines Kurswechsels anhand einer nach damals aktuellen Gesichtspunkten vorgenommenen Neuinterpretation der anarchistischen Klassiker. Dieser Revisionismus in seinem ursprünglichen Sinne betraf nicht die zuletzt die Modifizierung des Anarchismus als eine vormals primär proletarische Weltanschauung. In Zusammenarbeit mit den früheren FVD-Mitgliedern Helmut Rüdiger, Fritz Lino und Augustin Suschi vermochte er damit für die FVD-Nachfolgeorganisation Föderation Freiheitlicher Sozialisten eine programmatische, organisatorische und strategische Kehrtwende festzuschreiben, die allerdings, meine Einschränkung, von den damaligen Mitgliedern mehrheitlich nicht mitgetragen wurde. Kehrtwende wohin? Eine Kehrtwende in einen allgemein menschlichen Anarchismus, allgemein menschlichen, einen revisionistischen Anarchismus, sagen wir es so.
Dabei bot Rockers kulturphilosophischer Idealismus den methodischen Rahmen für die Reduktion der anarchistischen Revolutionsvorstellungen auf die Unmittelbarkeit des realpolitisch Erreichbaren. Im Interimszustand eines scheinbaren machtpolitischen Vakuums, in dem sich Westdeutschland während der Phase der alliierten Kontrollhoheit bis zur Wiedererlangung der hoheitsstaatlichen Souveränität befand, sahen die Protagonisten der FAOD günstige Ausgangsbedingungen für die politische Zielsetzung eines europäischen Bundes mit dem Gehalt des Sozialismus. Zunächst erschien ihnen die Wiedereinsetzung der bürgerlich-liberalen Freiheitsrechte als der einzige Weg, die soziale Entwicklung auf neue Bahnen zu lenken. An die Stelle der vermeintlichen Revolutionsmythologie des Linksradikalismus trat nun die Idee der sozialen Evolution im Rahmen einer mit verfassungsrechtlichen Freiheitsrechten ausgestatteten demokratischen Sphäre, die durch eine breite soziale Bewegung gesichert und dann allmählich in Form und Inhalt erweitert werden sollte. Die Zielvorstellung dieser Föderation der freiheitlichen Sozialisten, das heißt, sie waren nur programmatisch festgeschrieben, aus dem internen Briefwechsel weiß ich, dass sie von der Mehrheit der Mitglieder nicht getragen wurden. Die diskutierten weiter in den Dichotomien der Weimarer Zeit. Diese Zielvorstellungen der FFS gingen dahin, dem theoretischen Bezugsrahmen zur Verwirklichung dieses frühliberalistischen Freiheitsideals abseits der kapitalistischen Wirtschaftsordnung eine konstitutionelle Struktur zu geben. Ein kategorischer Antikommunismus lieferte dabei die Argumente für die Synthese von liberalen und sozialistischen Vorstellungen, die besonders Rocker für einen zufriedenstellenden Ausgleich zwischen den individuellen Freiheitsrechten und der sozialistischen Gerechtigkeit für unabdingbar hielt. Einwirkungsmöglichkeiten im Sinne eines längerfristigen libertären Umgestaltungsprozesses versprach sich Rocker dabei am ehesten von einer minoritären Gemeinschaft, durch die alle Beziehungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens mit ethischen Grundsätzen durchgeistigt werden sollten. Eine dreigeteilte Basis für eine derartig umfassende Emanzipationsaufgabe bot sich ihm auf der Gemeindeebene, föderaler Munizipialsozialismus, im Rahmen einer partizipatorischen Einflussnahme in den Gewerkschaften und Betriebsräten sowie innerhalb der bestehenden Genossenschaften, die er zu Trägern einer profitlosen Bedarfswirtschaft umzufunktionieren gedachte. Die angesichts dieser ambitionierten Aufgabe völlig insuffiziente FFS blieb indessen ohne nennenswerte Anhängerschaft, vor allen Dingen ohne nennenswerte Jugend, und löste sich dementsprechend bereits Anfang der 50er Jahre sang- und klanglos auf. Dieser von mir, um das quasi nochmal in ein Fazit zu fassen, skizzierte freiheitliche und konstruktive Sozialismus Rockers vermittelt zuweilen den Eindruck einer den Konstellationen der Nachkriegsgesellschaft und den Bedingungen des Kalten Krieges angepassten libertären Entwicklungsmodells, dessen Argumentationslinien sich unter Hervorhebung der nicht-revolutionären Traditionen des Anarchismus in den von der damaligen Politik diktierten Diskursen von Antikommunismus, Liberalismus und verfassungsrechtlichen Legalismus bewegen. Rockers, wenn man so will, liberalistische Revision des Anarchismus versuchte, den libertären Kerngehalt der anarchistischen Theorie zu bewahren. Auch mit seinem Abschied von dem traditionellen revolutionären Subjekt des Anarchismus, der Arbeiterschaft, ein Abschied, den Landauer bereits lange vor ihm vollzogen hatte,
Auch mit diesem Abschied stand er noch auf dem Boden anarcho-sozialistischen Gedankengutes. Doch selbst die Option für diesen historischen Kompromiss besaß in der deutschen Nachkriegsrealität weder eine realistische Chance der sozialökonomischen Integrationskraft der keynesianistisch abgefederten Marktwirtschaft entgegenzuwirken, noch die Potenz, um die anstehende Restauration der tradierten Macht- und Eigentumsverhältnisse abzuwenden. Der allmähliche Umorientierungsprozess des alternden Libertären Rudolf Rocker, der sich bis Mitte der 20er Jahre zurückverfolgen lässt, erfolgte andererseits ganz und gar aus innerem Antrieb und war keinesfalls der Ausdruck eines prinzipienlosen Opportunismus oder bürgerlichen Antibolschewismus. In der internationalen anarchistischen Bewegung galt Rocker nahezu unwidersprochen als äußerst integre Persönlichkeit. Seine idealistische Gesinnungsethik, die ihn auszeichnete, war dabei durchaus von dieser Welt. Seinem emanzipatorischen Kultursozialismus kann jedenfalls nicht der Vorwurf gemacht werden, es handele sich um einen dogmatischen oder orthodoxen Anarchismus. Soweit. Vielen Dank. Du hast angefangen mit dieser Dialektikkritik. Ja. So, und ich finde es ja ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn du jetzt vielleicht mal aus deiner persönlichen Sicht, das ist jetzt vielleicht jetzt gemeint, das so zu fragen, antworten müsstest, wie viel Fundament in dieser Kritik steckt, also jetzt nicht nur jetzt als Zuschauer auf Rocker, sondern vielleicht jetzt, das jetzt aus deiner Sicht, deine Meinung dazu zu äußern oder so. Das ist schwer, weil ich finde, Rocker hat aus einer allgemeinen, vielleicht weil er sich auch als Schüler Landors in gewisser Weise verstand, der den Sozialismus oder anders ausgedrückt, den Anarchismus oder die anarchistische Organisation als einen Kampfbund gleichgesinnter Begriff, dessen Hauptaufgabe darin bestehe, auf die Massen aufklärerisch einzuwirken und sie zum Sozialismus zu erziehen, er Sozialismus als Erziehungsaufgabe begriff und dabei auch in der Tradition Landauers den Marxismus prinzipiell und generell ablehnte. Landauer selbst sprach immer davon, dass der Marxismus die Pest unseres Jahrhunderts sei, dass der Marxismus ein Professor sei, der herrschen wolle. Dieses lässt sich ja ähnlich bei Rocker verfolgen und mit der Ablehnung in dieser schroffen Form hat er natürlich auch den emanzipatorischen Grundgehalt, den der Marxismus unzweifelhaft besitzt, gleichermaßen abgelehnt. Und natürlich eine der Denkmethoden der von Hegel herkommenden Dialektik. Das ist also meine etwas simplifizierende Erklärung dazu, warum Rocker nun plötzlich ein metaphysisches Deutungssystem entwickelte. Er hat sich meines Wissens nie ernsthaft mit Dialektik oder mit Hegel befasst. Es gibt bei ihm manchmal den Satz, die verfluchte Hegelei, die es ihm dann angetan hat. Also es gab keine Annäherung bei ihm. Man muss natürlich auch immer wieder eins sehen, nicht zur Entschuldigung, sondern etwas,
was damalige Anarchisten ja in Sonderheit auszeichnete, er war ein Handwerkergeselle, der sich autodidaktisch auf Höhen vorgearbeitet hat, die ihm die Anerkennung aller möglicher außerhalb des Anarchismus angesiedelter Intellektueller, Koryphäen ihrer damaligen Zeit, wie Albert Einstein, wie Thomas Mann, dann deren Akklamation bescherte. Vielleicht hat er sich ganz bewusst, auch aus seiner Erfahrung mit der Sozialdemokratie, die natürlich auch auf den Marxismus und die dialektische Methode setzte, hier versucht abzugrenzen. Und möglicherweise hat er in der verfluchten Hegelei, in dieser dialektischen Methode, eine der Ursachen des Autoritätswahnes in der deutschen Arbeiterbewegung, der autoritären Verdumpfung gesehen. Man war aus dieser Sicht möglicherweise nicht mehr bereit, darüber hinaus auch zu sehen, wie kann ich Dialektik als Methode für mich fruchtbar machen. Und ist dann in einem metaphysischen Deutungssystem verharrt, das manchmal Erschreckendes offenbart, nichtsdestoweniger aber auch zuweilen zu Ansichten emporhebt, die erfrischend wirken können. Ich finde es erstmal interessant, diese Dialektikkritik, und ich würde die auch so einem gewissen Grade, also ich habe das ja jetzt nur so gehört, auch so einem gewissen Grade teilen und habe eigentlich auch die eigentlich auch so eine sehr verheerende Linie, die schon allein aus so einem ökonomisch-dialektischen Entwicklungsidee herauskommt. Also ich würde sogar die Idee teilen zu sagen, die Arbeiterklasse, die stürzt nicht einfach das Kapital, weil das jetzt eine dialektische Gesetzmäßigkeit ist, sondern die muss erstmal in ihre Ideenwelt sich dahin entwickeln, das zu wollen sozusagen. Also nicht diese ökonomische Gesetzmäßigkeit ist das Wesentliche, sondern dass die im Bewusstsein dann sich dahin entwickeln. Also das wird schon eigentlich teilen, die Idee. Also ich finde das nicht, ich finde die Kritik an sich richtig so, also auch eine Fortsetzung von dem, was Kropotkin ja auf eine gewisse Art und Weise schon angefangen hat. Oder ahnte. Es wäre vielleicht sogar mal ganz interessant, jetzt mal Hegel zu lesen, um das vielleicht selber noch vertiefen zu können oder so. Ja, man müsste wahrscheinlich sowieso erstmal tiefer noch mal reingehen in Rockers Schriften, vielleicht auch in seine Briefe, wo er über die Quellen seines Denkens stärker spricht, um einfach zu sagen, wie ist er dazu gekommen? War er eigentlich in Bezug auf Marxismus richtig kompetent? Hat er den eigentlich wirklich gelesen? Ja? Naja, er hat, soweit es gibt eigentlich nur eine einzige Arbeit, wo er sich mit beispielsweise ökonomischen Theorien des Marxismus befasst hat. Das war die Rationalisierung der Arbeiterklasse, in den 20er Jahren erschienen. Die einzige Arbeit, wo er sich mit ökonomischen Fragen, also politökonomischen Fragen befasste. Er lehnte ja auch die ganzen politökonomischen Fragestellungen des Marxismus prinzipiell ab. Ob er ihn gelesen hat, lässt sich sehr schwer sagen. Ich nehme an, dass er ihn sehr wohl zur Kenntnis genommen hat. Ob er Marx im Original gelesen hat, wage ich manchmal zu bezweifeln. Ich glaube, aus meiner bisherigen Kenntnis sagen zu können, dass er Marx durch den Filter sozialdemokratischer Schriften und durch den Filter leninistischer Schriften zur Kenntnis genommen hat. Nicht mehr. Und natürlich durch den Filter von anarchistischen Schriften. Er war ja immer mit ihnen konfrontiert. Seine eigene politische Erfahrung war ja, mit einer sich marxistisch gerierenden Sozialdemokratie plötzlich aufs Maul gehauen zu bekommen, nämlich in seinem Freiheitsstreben eingeschränkt zu werden. Und das wäre die einzige Erklärung. Ich weiß allerdings von anderen jungen Leuten, die dann faktisch die Führung der FAOD übernahmen. Etwa um 1930 gab es ja eine große Wachablösung innerhalb der Führung der FAOD, und dann übernahmen die plötzlich die Mit-20er und die 30-Jährigen übernahmen alle wichtigen Funktionen,
die hatten schon ihren Marx gelesen im Original, die hatten ihren Lenin gelesen. Das lässt sich auch daraus folgern, aus den Durchsuchungsprotokollen der Gestapo, die in den Häusern auch immer wieder Marx und Lenin fanden, in preiswerten Ausgaben. Es gibt leider keine Übersicht über Rockers Bibliothek. Dann könnte man es sagen, ob er sie zur Kenntnis genommen hat. Ob sie standen und wie ich ihn kenne, bei 5000 Bänden hätte er sie auch zur Kenntnis genommen. Aber er war in einer großen Ablehnungsfront. Und also diese dialektikkritischen Geschichten, die finden sich alle in dem Buch wieder, was du da jetzt eben gerade gesagt hast. Die finden sich in ganz verschiedenen Sachen wieder. Die finden sich schon in seinen, also man muss sehen, es gibt von Rocker, es gibt nur relativ wenig rein theoretische Schriften. Rein theoretische Schriften wären dieses Nationalismus und Kultur. Rein theoretisch wäre dann sein Anarchosyndikalismus, der bisher im komplett überhaupt noch nicht vorliegt auf Deutsch. Es gibt nur eine verkürzte Fassung, glaube ich 1938 auf Englisch erschienen ist. Eigentlich schon erschienen sein sollte. Es gibt mal vereinzelt ein Aufsätzchen irgendwo, wo er theoretisiert, aber in der Regel sind seine Sachen Agitationsbroschüren gewesen oder kulturelle Aufklärungsschriften, wo es immer wieder Passagen gibt, wo er sich dann theoretisch mit bestimmten Sachen auseinandersetzt. Diese theoretischen, intensiveren theoretischen Reflexionen erfolgen dann erst, so meine ich weiß, in so ab Mitte der 20er Jahre. Vorher hatte er einfach auch gar nicht die Zeit dazu, sich damit zu befassen. Also man findet die eine oder andere Überlegung dann in dieser von Siegfried schon mehrfach erwähnten zweibändigen Aufsatzsammlung, die, ich weiß nicht mehr genau, die ist irgendwann 60er oder 70er Jahren erschienen, vielfach also nachgedruckt. Jahre, glaube ich, ist die nachgedruckt. Ja. Ist immer noch über die FAO zu erhalten. Ja, zweibändige, da sind so verschiedene Aufsätze aus von Nahl und vor allen Dingen aus der Freien Gesellschaft dann drin. Und da gibt es immer wieder Hinweise auf seine Befassung. Aber es ist ein ziemlich mühseliges Unterfangen, man muss faktisch alles lesen, um seine Dialektikkritik zusammenzutragen. Es gibt immer wieder mal dann so eine Sätze, die verfluchte Hegelei, ja, die darauf hindeuten. Und da muss man wieder mal graben bei ihm. Also so für die erste Information oder für den ersten Kontakt, wenn jetzt also jemand wissen will, so wie du gefragt hast, seine Haltung generell zu Hegel oder zu Marx und so, da ist diese Aufsatzsammlung wahrscheinlich erstmal eine gute Basis, weil er da ziemlich präzise und klar, es war keine theoretische, wie du eben gesagt hast, keine theoretische Abhandlung, sondern mehr eine agitatorische, weil das alles Vorträge waren, die er gehalten hat vor Publikum und die keine Theoretiker waren, sondern das waren wahrscheinlich Arbeiter. Aber da ist auch ziemlich präzise dargelegt, zumindest was ihm nicht an Hegel gefällt oder am Marxismus gefällt. Und das er da ziemlich auch gut formuliert und sehr gut lesbar da prononciert ausdrückt. Und da ist er schon, also jetzt um das überhaupt mal kennenzulernen, welche Position er hat, ist diese Aufsatzsammlung schon sehr zu empfehlen. So. Und alles andere ist sowieso ein bisschen schwierig erreichbar. Ich habe auch nicht viel mehr zu Hause. Ab und zu mal noch so eine kleine Broschüre und so, aber viel mehr habe ich von Rocker eigentlich auch nicht zu Hause. Also diesen Ding da, aber das hat ja eine andere Thematik. Ja. Aber es spielt natürlich rein. Und die Aufsätze da, ich glaube, das sind sogar zwei Aufsätze, wo er sich mit Hegel auseinandersetzt und drei oder vier Artikel über mehrere Seiten jeweils. Einen kleinen Druck, wo er sich mit dem Marxismus auseinandersetzt und Sozialismus, auch dann mit dem entstehenden Sozialismus in der DDR, also schon, da hat er ja noch gelebt, da gibt es sehr kritische Auseinandersetzungen über die Entwicklung Russland und Sowjetunion und DDR dann nach dem Krieg. Ja, aber es gibt hier im Übrigen in diesem Band Nationalismus und Kultur gibt es ein sehr schönes Personenregister, dort findet man unter dem Eintrag Hegel etwa 20 Belegstellen
für dieses Buch. Und dann gibt es noch einen Eintrag Hegel-Kongress. Ich habe das gerade jetzt mal selber überprüft. Ja, also zusammengefasst, was an Literatur ist, haben wir jetzt eigentlich, was es gibt, haben wir jetzt im Wesentlichen auch. Es gibt, also was ich würde wirklich empfehlen, dieses Buch einfach mal zu nehmen, Nationalismus und Kultur, und zu lesen. Das ist im Prinzip sein Lebenswerk. Das ist noch im Buchhandel. Es ist im Buchhandel erreichbar. Also es gibt verschiedene Raubdrucke seiner ersten deutschen Ausgabe von 49. Da gibt es Raubdrucke, die allerdings natürlich in der Regel unter dem Titel Die Entscheidung des Abendlandes gedruckt wurden, beziehungsweise auch schon unter dem Titel Die Nationalismus und Kultur. Aber ich würde diese letzte Ausgabe in der Bibliothek Telmene empfehlen, da sie über ein kundiges Nachwort verfügt, über auch die entsprechenden Register, dass man gut arbeiten kann. Das ist faktisch mittlerweile die kompetenteste Ausgabe. Ich würde nicht mit anderen anfangen, es ist einfach zu schwierig, sondern meinetwegen in die Bibliothek zu gehen und es dort zu lesen oder die Bibliothek zu animieren, es anzuschaffen. Weil es ist die letzte. Aber die hier gibt es ja noch zu kaufen. Die gibt es noch zu kaufen, aber ich hörte, die soll gar nicht so billig sein. Diese hier? Ja. Ja, 80 Mark ungefähr. Achso. Ja, das ist... 79 für mich. Ja. Glaube ich auch. War so ungefähr. Das ist natürlich doch ein stolzer Preis. Und da sind ein Druckfehler drin. Eine kleine Auflage ist das, weil der Absatz ja. Also man muss Rocker sehen. Rocker war natürlich nie in erster Linie Theoretiker. Er hat sich auch nie als Theoretiker des Anarchismus verstanden. Er ist es plötzlich geworden. Er hat ihn weiterentwickelt. Er war einfach ein Aufklärer. Er wird am ehesten als Kulturphilosoph, als kulturell tätiger, wirkender Mensch verstanden. Er hat neben seinen Agitationsschriften, seinen mehr oder minder theoretischen Arbeiten, hat er ja auch Historisches verfasst oder Literarisches verfasst. Er hat auch Historisches verfasst. Es gibt beispielsweise seine Most-Biografie, die 1924 mit Nachtrag von 25 geschrieben wurde. Einen der bekanntesten Vertreter der deutschen Sozialdemokratie, der über eine sozialrevolutionäre Phase dann zu dem berühmtesten und am meisten verfolgten Anarchisten in den USA wurde. Dann gibt es seine Biografie über Max Nettlau. Und da es über Nettlau zwar noch eine weitere Arbeit gibt von Manfred Buracerowicz, ist nach wie vor die Rockersche Arbeit zu empfehlen. Es gibt dann so kleinere Miniaturen von ihm, die sich mit historischen Themen befassen. Also er war ein sehr auf weitem Gebiet agierender Mensch. Und immer wieder, wenn ich sage, er ist ein Handwerkergeselle, er hat nur seine normale Schulbildung genossen. Ansonsten hat er sich alles autodidaktisch erarbeitet. Dahinter steckt eine enorme Leistung. Und er hat jeden Tag bis ins hohe Alter, bis er schon fast blind, halb taub war, hat er Briefe geschrieben. Und die Tatsache, dass diese Briefe eben in alle Welt geschrieben wurden, auch in mehreren Sprachen, ermöglicht uns, ihn so genau zu kennen und hilft uns eigentlich auch, die Bewegung, die er als solche repräsentiert, zu erforschen. Denn ohne das würden wir dastehen, wer von Arbeitern schreibt Briefe und hebt sie schon auf. Aber es galt, es war wichtig, nach 45 beispielsweise, wenn man die Adresse von Rudolf Rocker hatte, von dem man gehört hatte schon in der Weimarer Zeit, vielleicht auch eine Versammlung mit ihm erlebt hatte, ihm zu schreiben, wie es ihm ergangen ist in der Zeit des Nationalsozialismus und was er heute macht. Das war eine ganz wichtige Sache. Er war, wenn man so will, der Vater der Bewegung, Vater und Mutter zugleich, an den man sich wandte. Und er hat auch alle mit Briefen bedacht. Das muss man dazu sagen. Also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Es gab keine Dialektiker. Also von Neuem und Abtreten von Alten und so, also das waren ja alles Gesetzmäßigkeiten, ja. Auch innere Widersprüche und so weiter, die für den Sozialismus nicht mehr galten. Ja. Ja, der Rocker wäre damit überhaupt nicht so rangekommen. Ja. Aber er hatte natürlich, weil in Spanien auch so bekannt ist, er hat ja sehr heftig Partei ergriffen für die damals im Bürgerkrieg, im Spanischen Bürgerkrieg hat er ja sehr heftig Partei ergriffen,
gegen die Meuterer, also gegen Franco, hat er antifrankistisch agiert und geschrieben, und er hat Bücher geschrieben, er hat ständig Artikel darüber geschrieben, und das haben ihn natürlich die spanischen Genossen nie vergessen. Wie er sich für sie eingesetzt hat. Und es ist auch alles, was er geschrieben hat, ist ja in unzähligen Sprachen übersetzt worden, und er hat ja schon in den 20er Jahren geklagt, er hat gesagt, ich habe eine solche Auflagenhöhe wie kaum ein anderer Schriftsteller, aber ich habe kein Geld. Also er damals überlegt hatte, wieder als Buchbinder zu arbeiten, so ist ihm die Galle hochgekommen. Das hat er natürlich auch nur in einem Brief an Emma Goldman geklagt. Also er wusste nicht mehr, wovon er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Er sagte, die schicken mir nicht mal Belegexemplare. Und die werde übersetzt in aller Herren Länder, und die Spanier haben hohe Auflagen mit ihm gemacht. Die haben ja mehrere Bände angeboten. Die wollten sie mir schenken. Ja. Ich habe sie abgelehnt, weil ich hatte mit dem Rucksack, wie ich will sagen, ich wollte noch durch weitere Städte. Ich konnte nicht 4 Wochen lang da diese Kilos mitbringen. Ja, es ist eine ganz wichtige Figur, also überhaupt in der internationalen anarchistischen Literatur ist bei uns auch. Ja. Bewegung. Ja. Was ich eigentlich nicht so richtig verstehe, so ganz, wie er dann so in diese FAU-Szene von der damaligen Zeit reingepasst hat, die ja doch klassenkämpferisch orientiert war, sozusagen, oder nicht? Er war es ja damals auch. Er ist ja nach Deutschland gekommen, und zunächst sah es so aus, als ob er für die Föderation der kommunistischen Anarchisten arbeitet, und zwar für deren Blatt Der freie Arbeiter. Da hat er auch geschrieben. Aber er war so überwältigt von der Stimmung in Deutschland, plötzlich eine vitale Gewerkschaftsbewegung vorzufinden, nämlich die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, die faktisch nur noch 6.000 Mitglieder hatten 1914. Und plötzlich hatten die 112.000 Mitglieder, als der nach Deutschland kam. Die im Ruhrgebiet mit 50.000 Mitgliedern eine regionale Massenbewegung waren. Allein rein freie Vereinigung, also wie sie damals noch hieß, beziehungsweise dann später FAUD. Und da gab es verwandte Organisationen, die hatten nochmal 50.000. Und die haben dann gemeinsam im Ruhrgebiet die Rote Ruhrarmee gestellt. Hälfte Anarchosyndikalisten. Und es war alles im Fluss in Deutschland. Und er hat sich dann plötzlich, der immer in Gewerkschaften gearbeitet hat, das war vor allen Dingen der französische Einfluss im Exil in Frankreich. Dann natürlich innerhalb der jiddischen Gewerkschaftsbewegung im Londoner East End, wo er die großen Textilarbeiterstreiks geführt hat. Mit Erfolg. Er galt da schon als faktisch Ernährer aller Kinder, weil sie ja den Streik zum Erfolg hatten, führen können. Diese Geschichte hat ihn plötzlich in Deutschland, es war Revolution. Die Macht lag auf der Straße, und er hatte diese Riesenchance, mit 100.000 Leute zu missionieren, sie zum Sozialismus zu erziehen, von diesen aus auszustrahlen und endlich seinem Ziel der Anarchie näher zu kommen. Und da hat er natürlich diese Losung aufgegriffen und hat in diese Prinzipienerklärung einen harten klassenkämpferischen Duktus reingeschrieben, der später so deutlich bei ihm nie wieder erscheint. Indem er nämlich einerseits von Kultur, also von wirtschaftlicher Kampforganisation sprach zum Erreichen der Ziele und kulturradikale Organisation auf der anderen Seite. Diese beiden Elemente hat er zu diesem Zeitpunkt, unter dieser Stimmung, die in Deutschland herrschte, versucht zu vereinigen und zusammenzuführen. Das gibt es später nie wieder bei ihm. Also es findet sich dann nochmal Anfang der 20er Jahre in der Prinzipienerklärung der IAA, die er ja auch verfasst hat. Und es findet sich ähnlich auch in der Prinzipienerklärung des kommunistischen Anarchismus, die ganz ähnlich ist. Wobei bis heute nicht feststeht, ob sie Rocker verfasst hat. Ich nehme es allerdings an. Weil der Bruch mit der FKAD erst später erfolgte, aufgrund deren bornierten, gewerkschaftsfeindlichen Haltung. Die haben gesagt, die Gewerkschaften sind Instrumente des Staates. Und Rocker hat gesagt, ihr habt doch einen Knall. Wir müssen immer dort arbeiten, wo die Massen sind. Das war sein Impetus. Und diese Massen sind anarchistisch. Rocker kommt nach Sömmerda, ein Ort von 7.000 Einwohnern, redet zweimal, und darauf sind 2.000 Einwohner des Ortes Mitglied der FAUD. Das war die Zeit 1919. Er redet auf dem Metallarbeiterkongress in Erfurt, die Waffen nieder,
plötzlich eine Broschüre wird gedruckt mit 200.000 Auflage, geht durch Deutschland. Bocker redet. Das war die zentrale Rede. Er redet und merkt, es gibt Leute, die jubeln ihm zu, die stimmen ihm zu, die marschieren, die treten ein in die Organisation, die wollen sich alle zum Sozialismus erziehen lassen, sie wollen andere miterziehen. Das war also eine Stimmung, die einen fortreißt. Vielleicht, wenn man so ein bisschen noch erinnert sich, so die Stimmung 89, 90, wo plötzlich alles möglich war, in vielerlei Beziehung. Wo noch alles offen war. Das war so eine Stimmung hatte er 1919 erlebt, als er nach Deutschland endlich durfte. Deshalb auch dieser klassenkämpferische Duktus drin. Den hat er dann später hat er dann nicht mehr drin. Also in dem Maße nicht mehr. Er war ja auch der Meinung, Kapitalismus später hat ja seine Existenzberechtigung, also auch kapitalistische Wirtschaftsformen. Aber sie müssen von einer ethischen, sie müssen ethisch akzeptabel sein und sie müssen von Gerechtigkeit durchdrängt werden. Er hat es einfach ernst genommen. Er hat einfach die Losung der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ernst genommen. Und für ihn war all das, was in der Folge von Frankreich existierte, von der Französischen Revolution von 1789, nur ein Weg darauf hin. Für ihn war 1789 der Heroldsruf einer neuen Zeit und alles, was danach kam, waren Schritte dazu. Auch die russische Revolution, er gehörte zu denen, die sie nie so in den Himmel gelobt haben wie andere, sondern immer mit sehr viel Skepsis betrachtet hatten. Ja, aber andere, mühsam sprach vom Platzwechsel zwischen zwei Zeitaltern. Das hat sich Rocker nie zu eigen gemacht. Also ist das nicht auch eine der wesentlichen Aspekte, deswegen es manchmal dann schwer ist. Also du hast das so, das klang ein bisschen vorausvoll, dass die Leute eben da in seinen neuen Konzepten nicht gefolgt sind, aber die müssen natürlich auch ein bisschen, ja, also diese Betonung des Liberalismus und die Betonung dessen, dass halt Kapitalismus möglich ist in so einer integrierten Form, muss doch auch so geklungen haben wie jetzt halt zurück. Ja. So. Ja. Also, dass also da viele Leute da nicht mitgehen konnten, die ja auch gesehen haben, dass wo das schon bei der Sozialdemokratie hingeführt hat oder so. Die wollten auch nicht mitgehen. Man muss vielleicht auch sehen, es gibt, Rocker hat sich immer in anderen Kreisen bewegt. Also er hatte natürlich seine Kreise, aber er war auch immer wieder anerkannt. Er hat sich auch in den 20er Jahren schon in anderen Kreisen bewegt. Also er ist unter anderem in die sogenannte Zähmungskonzeption von Schleicher mit eingespannt gewesen. Also die Frage, wo es darum ging, faktisch den Nationalsozialisten zu zählen, unter Einbindung von Leuten aus allen Schichten, da ist er auch angesprochen worden. Also er muss ja Kontakt zu ihnen gehabt haben. Damals schon und dann ab 33, wenn er auf dem Kongress kam, sprach er natürlich immer wieder nur mit, sagen wir mal in Anführungszeichen, der intellektuellen Elite der Anarchisten. In Deutschland war das anders, wenn er also fuhr durch deutsche Agitationstouren, schlief er natürlich bei denen und teilweise in ganz ärmlichen Verhältnissen. Das hat ihm nie was ausgemacht. Aber er hatte natürlich als einziger internationale Agitationstouren schon in den 20er Jahren gehabt. Er war international anerkannt. Er ist international publiziert und verlegt worden. Und damit hat er plötzlich eine ganz andere Sichtweise gehabt. Und als er 33 rausging, hatte er die Welt nur noch von außen gesehen. Und er kommt in ein Umfeld wie in den USA, das ja sehr liberal ist in vielerlei Beziehungen, allerdings natürlich immer wieder unter der Drohung, ständig ausgewiesen zu werden als unerwünschter Ausländer oder später als verkappter Kommunist. Auch er ist in die McCarthy-Geschichten reingekommen. Das war ja nicht liberal. Ja, ja, aber es geht ja nicht, geht jetzt darum, wenn du in die USA kommst, springt dich plötzlich eine Weite an, die ist einfach da. Du kannst dich dagegen kaum wehren, die ist plötzlich da, diese Weite. Alles ist möglich. Das ist die USA. Auch wenn vieles eng und engstirnig und kleingeistig ist. Es ist trotzdem, es ist ein Widerspruch in sich, aber es springt dich plötzlich eine Möglichkeit an, die du nirgendwo sonst verspürst. Jedenfalls ging es mir ja ähnlich. Es geht mir immer wieder so, wenn ich dahin komme. Aber
er hat immer in anderen Kreisen verkehrt, er hat andere Zugänge gehabt und er hatte zwar auch immer seinen Kampf ums täglich Brot, aber niemals in dieser engen, in dieser gebunkerten Situation wie ein Arbeiter. Niemals. Und das hat ihn möglicherweise zu dieser Öffnung geführt, die andere dann zwangsläufig nicht nachvollziehen konnten. Also die ich auch nur bedingt nachvollziehen kann. Ich habe über eins überhaupt nicht gesprochen. Er hat durch den Bolschewismus und natürlich auch die Erfahrung, die er mit ihm gemacht hat, 21 Niederschlagen von Kronstadt, die Behandlung der russischen Anarchisten in Sowjetrussland, dann der Verrat der Russen an der Spanischen Revolution, und er hat Erfahrungen mit ihnen gemacht, die ihn plötzlich als eine große, fast schon größere Bedrohung des freiheitlichen Gedankens gesehen haben als im Kapitalismus selbst. Es gibt einfach für ihn, wenn es die Erscheinungsform der gegenwärtigen russischen, des bolschewistischen Systems, das spielt vor allen Dingen in seiner Zeit dann in den 30er Jahren, 40er Jahren, eine eminent wichtige Rolle. Und da hat er sich mit denen verbündet, in Anführungszeichen, das verbündet, die punktuelle oder marginale Erleichterung versprachen. Die Bedrückungssituation, die das bolschewistische System ausübte, das war für ihn sowas Offenkundiges. Da konnte er nicht mehr agitieren. Und deswegen hat er auch gesagt, Faschismus und Bolschewismus sind gleichermaßen zu bekämpfen. Es gibt ja auch den berühmten Satz von Otto Rühle aus dem mexikanischen Exil, einer der Mitbegründer der KPD im Übrigen. Der Kampf gegen den Nationalsozialismus beginnt mit dem Kampf gegen den Bolschewismus. Und das haben natürlich Leute, die gerade in Deutschland geblieben waren und ihre Befreiung vom Nationalsozialismus durch die bolschewistische wie Sowjetunion erfahren hatten, konnten das nicht nachvollziehen, diese Situation. Verständlicherweise. Und da gab es dann die Reibungspunkte. Aber er lebte in einer anderen Welt. Er lebte in der Welt, wenn man so will, der anarchistischen Autodidakten, die also sich Briefe schrieben, die sich ihre Schriften austauschten, die erlebte ja auch in einer, wenn man so will, genossenschaftlichen, ja fast schon anarchistischen Kommune in Crompont, im Staat New York. Dort lebte er ja, konnte er wunderbar leben, er konnte arbeiten dort. Er hatte plötzlich Möglichkeiten, die er in Deutschland nie hatte. Es war alles sehr kompliziert. Es gab andere Möglichkeiten. Er musste Agitationstouren bis ins hohe Alter machen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab für ihn ein Unterstützungskomitee. Für das Buch ja gab es ein Unterstützungskomitee. Erstens, dass die Gelder zusammenkamen, um es drucken zu können. Und zweitens auch, musste er von etwas leben. Er machte ja nichts anderes. Das letzte Mal hat er als Buchbinder in London gearbeitet. Und es wäre auch ein Verlust gewesen, wenn er als Buchbinder wieder angefangen hätte in den 20er Jahren. Ja, eine andere interessante Frage für mich vielleicht ist noch, in gewisser Weise tangiert die vielleicht jetzt so ein kleines bisschen diese Frage hier so nach Klassenkampf, Verabschiedung davon oder nicht und so, oder die unterschiedliche Haltung in der Frühzeit, in der Spätzeit zu Klassenkampf und so, also zu dem militanten, prononzierten Klassenkampf. Es ist eine alte Streitfrage, so wie ich das sehe, in der Arbeiterbewegung, beziehungsweise bei den Theoretikern des Sozialismus, Frage von Strategie und Taktik irgendwie vielleicht. Ist bei dir irgendwo angeklungen mal. Und das erinnerte mich daran, dass ich mal was gelesen habe, ein Material, entweder über die CNT oder über die FAI. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube über die FAI, die war ja ein bisschen
bisschen militanter als die CNT in Spanien. Ich möchte jetzt nicht sagen, müssen wir vielleicht nachher sagen, ich möchte jetzt nicht erklären, was FAI ist, das würde mich jetzt ablenken. Da ging es darum, weil du sagtest, der Rocker hat irgendwo, also war immer dafür, dass auch kleine Verbesserungen der Lebenslage der Arbeiter unterstützt und begrüßt werden sollen, dass man also das akzeptieren soll, wenn es das in diesem Umfeld des Kapitalismus da eben gibt, weil es ja in erster Linie um das Ziel ist, die Lage des Arbeiters zu verbessern. Alles, was der Würde des Menschen dienlich ist. Ja, so ausgedrückt. Das ist ein Kontrast zu dem, was ich über die FAI gelesen habe, die sowas abgelehnt haben. Kategorisch, da gab es einen großen Streit zwischen der CNT und der FAI, weil die das wollten und die das abgelehnt haben, weil die gesagt haben, auch die Kleinen, auch wenn wir jetzt einen Streik durchführen, es gibt kleine Verbesserungen für den Arbeiter, führt es dazu, dass der sich mit dem Kapitalismus aussöhnt und nicht mehr so klassenkämpferisch ist. Der muss weiter im Elend gehalten werden, damit er richtig revolutionär wird, bis die Revolution durchgeführt ist. Dann kann man nachher ihm die vergünstigen alle. Also so ungefähr war das ausgedrückt. Da. Das ist ein Streitfall, der immer wieder mal auftaucht, in immer wieder anderer Form und so, soll man für kleine, es geht ja nicht bis zum Sozialdemokratismus, soll man für kleine Schrittchen und kleine Veränderungen kämpfen und so, wenn dann die Arbeiter erstmal zufrieden sind und sich mit dem System aussöhnen, bis es ihnen vielleicht mal irgendwann wieder schlecht geht. Ja. Also das ist ja dasselbe Diskussion gab es ja in Deutschland. Gab es dieselbe Diskussion, gab es in den 20er Jahren in Deutschland und Rocker hat immer wieder eingehängt. Ja. Seid ihr denn verrückt? Seid ihr denn verrückt? Mhm. Es geht, jeder kleine Schritt hilft uns. Mhm. Das war seine Predigt. Mhm. Er hat ja auch gewusst, wie es ihm geht. Wenn er Agitationstouren in Deutschland machte, hat er ja gesehen, wie seine Genossen lebten. Mhm. Hat er ja gewusst. Also er wusste, wovon er sprach. Und er sah, wie würdelos manches war. Und er wusste, wie es hätte anders sein können. Ging immer voran bei ihm. Und dann gab es natürlich woanders, gab es dann die Todeskrisentheorie, vor allen Dingen von der unionistischen Arbeiterbewegung zeitweilig propagiert. Den Arbeitern muss es ganz schlecht gehen, damit sie dann zur Revolution erst bereit sind. Es ist nie ganz von der Hand zu weisen. Wenn man nicht ganz am Boden ist, tut man nichts. Das liegt offenbar in der menschlichen Natur. Ja. Man muss ganz, das ist wie bei Alkoholikern, die müssen ganz unten sein, die Kraft finden, dagegen anzukämpfen. Solange es immer noch ein bisschen geht, dann lügen sie sich selbst in die Tasche. Das ist das Problem. Und wahrscheinlich ist das in revolutionären Zeiten ähnlich. Gibt es dann eher Entsolidarisierungsmomente, man sieht es ja heute. Ich habe ja noch Arbeit, ich reiß mein Maul nicht auf. Aber das sind ja alles Sachen, die in der Geschichte mehrfach gescheitert sind. Aber immer wieder setzt man auf diese menschliche Schwäche. Oder die menschliche Angst, oder was weiß ich. Das sind alles verständliche Sachen. Und dagegen sagte eben Rocker, der nun auch Autodidakt, wie er war, sich die Geschichte angeschaut hat und seine Meinung im Geschichtsbild entwickelt hat und gesagt hat, jeder Schritt zur Verbesserung ist ein Schritt, der dem Menschen geraubte Würde wiedergibt, der ihn Mensch sein lässt. Wenn man so will, das Revolutionäre wurde durch das Menschliche bei ihm ersetzt. Und da setzt er auf eine Politik der kleinen Schritte, eine Politik des langen Atems. Das war bei ihm das Allerwichtigste.